Hier wäre jetzt auch mal für euch lieben ein kleines Tippvideo für Leute, die Raupen suchen. Raupen findet man nicht, indem man Raupen sucht, sondern man geht einfach spazieren und beobachtet die Pflanzen. Jetzt können sich Leute fragen, wie kann dir helfen, Pflanzen zu beobachten, eine Raupe zu finden? Ganz simpel, zum Beispiel haben wir hier Mais. Und an dem Mais klettern Zaunwinden hoch. Und ja, das hier sind Zaunwinden und keine Ackerwinden. Zaunwinden haben größere Blätter und blühen größer. Und hier hast du überall Zaunwinden und die haben von unten bis, wo sie halt raufklettern, Blätter. Und plötzlich hast du hier an dieser Stelle Zaunwinden, wo nur Stängel sind, aber keine Blätter. Und die Blätter fangen erst hier an. Und hier hast du welche? Diese Blätter haben solche kreisrunden Löcher, mehr oder weniger. Und das sind dann hier ein paar. Und da vorne fangen schon wieder Zaunwinden an, die noch von unten bis oben Blätter haben. Das heißt, irgendwo hier in der Mitte, bei diesen Pflanzen, ist eine Raupe. Und das ist hundertprozentig durch die Fressspuren und wie groß und wie viele hier kahl gefressen sind. Besonders weil, wie gesagt, hier alles weg ist vom Blatt. Und die Blätter sind ja doch recht groß bei Zaunwinden, wie man hier sieht. Sind das sicher Windenschwärmerraupen, die ja selber solche Monster werden und so dick wie ein Daumen. Aber so wie es aussieht, erstens verstecken sich Schwärmerraupen tagsüber in der Strauchschicht, also hier unten, und klettern dann erst nachts, wenn es dunkel wird, nach oben. Und zweitens schaut das hier eher schon aus, dass die Raupe schon lange nichts mehr Raupe ist, sondern sich schon irgendwo eingegraben und verpuppt hat. Weil die Fressspuren sehen nicht mehr neu aus, nicht mehr frisch aus. Und das ist halt das Einfachste, wie du Raupen oder sowas findest, indem du einfach die Pflanzen anschaust. Weil Raupen haben zwei, also was ich bis jetzt bei uns in Europa halt zumindest entdeckt habe, es gibt zwei verschiedene Arten von Raupen. Die Raupen hier, wie die Windenraupe, die raufklettert, zu so einem Blatt geht und dann das gesamte Blatt frisst bis zu diesem Ansatz und dann nur den Ansatz überlässt. Und dann gibt es Raupen, die gehen, fressen ein Loch in ein Blatt, gehen zum nächsten Blatt, fressen so ein halb Loch im Blatt, gehen zum nächsten Blatt, sodass die Blätter alle nach der Reihe so Halbkreislöcher haben, aber die Blätter anderweitig noch dranbleiben. Und dann kann man ziemlich erfinden. Dann hast du eben, wie ich schon mal in einem anderen Video gezeigt habe, ich glaube jedenfalls, dass ich gezeigt habe, solche Raupen wie die Raupen vom Admiral, die ein Blatt hier so abbeißen, dass das Blatt zusammen und dann so zusammenklappen und dann hast du so zusammengeklappte Blätter, dann siehst du auch sofort, dass da irgendwo eine Raupe ist. Oder du hast Raupen, die das Blatt eben zusammenrollen. Man muss nur aufpassen, manchmal sind die Raupen dann weg, dann bleibt es zusammen und dann gehen Spinnen und sonstige Tiere rein und dann öffnet man sich und dann, wenn man Angst hat vor solchen Tieren, dann schreckt man sich davor. Ich habe zwar keine Angst vor den Tieren, aber ich hatte mal eine Begegnung mit einer sehr wütenden weiblichen Dornfingerspinne, die in so einem Blatt, das eine Admiralraupe zusammengewebt hat, ihre Eier reingelegt hat, und die war darüber nicht sehr erfreut, dass ich das aufgemacht habe. Sieht man auch, dass irgendwas da ist. Da ist die Windenpflanze welk bei irgendwas, die da unten abgefressen hat. Das sind aber dann meistens keine Raupen, weil Raupen meistens die Blätter fressen, Blüten fressen und frische Triebe fressen. Meistens, wenn so der oberste Spitzentrieb abgefressen ist, kann es noch eine Raupe sein. Aber Raupen fressen generell keine unteren Äste ab. Das ist denen einfach nicht schmackhaft genug. Okay, sie fressen es, wenn sie sonst nichts mehr zum Fressen finden, aber sie fressen es eben nicht, wenn sie was Besseres finden. Das zum Beispiel sind auch Raupenfressspuren, so wie hier. Das sind aber, das weiß ich, diese Fressspuren, das sind die Raupen von den Teefaltern. Fragt mich jetzt nicht, wie diese Falter in echt heißen. Diese kleinen Motten, Nachtfalter, die, wenn sie in Ruhestellung sitzen, wie ein großes Tö aussehen. Bei uns nennt man die Wiesengeister, Wiesengeistchen und so. Da war auch was am Fressen. Das ist auch alles kahl.
bis auf die Spitze. Da hat es noch Blätter. Hier hat auch irgendwas abgefressen. Das könnte noch interessant sein. Weil hier ist es komplett abgefressen. Und das schaut sogar noch frisch aus, weil die Pflanze erst vor kurzem angefangen hat, wieder neu auszutreiben. Also eine Marienkäferraupe, Larve. Das ist keine Raupe, das ist eine Larve. Ja, mir wurscht. Raupen, Larven, Maden ist alles der gleiche Scheiß. Etwas, was mal zu einem Insekt wird. Und ja, das ist die Larve von einem nicht einheimischen, sondern von einem asiatischen Marienkäfer. Jetzt kommt wieder, nein, die musst du töten, weil das hilft dem Ökosystem. Nein, tut's nicht. Die asiatischen Marienkäfer sind schon überall. Selbst wenn du jeden tötest, den du siehst, macht das überhaupt kein Ding. Keine Auswirkung mehr aus. Und wenn du dann sagst, ja, und wenn alle das tun würden, dann würde es helfen. Nein, würde es auch nicht. Weil die vermehren sich so extrem schnell. Und je mehr du tötest, desto mehr bleibt übrig für die, ich hab gedacht, da hat irgendwas zugespannt, aber nee, das ist einfach nur eine Maispflanze, die verkrüppelt ist, weil das Zeug rundherum gewachsen ist und es nicht richtig wachsen konnte. RIP. Und je weniger asiatische Marienkäfer es gibt, desto mehr bleibt für die übrigen übrig. Da ist gerade einer geschlüpft. An der Spitze. Desto mehr bleibt für die übrig geblieben sind, und die vermehren sich dann noch mehr. Und dann hast du genau gleich viele wie zuvor. Aber hast dir ja einen Haufen Arbeit gemacht. Der Mensch soll mal aufhören, sich einzumischen bei solchen Dingen. Du musst der Natur die Zeit und die Dinge geben, sich selbst damit zu helfen. Und nicht damit herumpfuschen, weil du machst es damit nur schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das ist das Gleiche wie der Mensch mit seiner Gier. Wenn ich Tiere jage, dann hilft das was. Nee, das hilft, macht es genau noch schlimmer. Weil die Tiere, die nämlich übrig bleiben, vermehren sich dann dreimal so schnell und machen genau das, was du bejagt hast, nutzlos. Weil im nächsten Jahr sind meistens noch mehr da als zuvor. Diese Fressspuren kenne ich auch. Ein Faulbaum. Und hauptsächlich die Raupen vom Zitronenfalter fressen an Faulbäumen. Du wirst aber die Raupen und die Puppen so gut wie nie sehen. Die Raupen sind so total klein und grün und die Puppen sind